Willkommen im Ende von Dishon. Darum wird gekämpft. So, und wir müssen Portale schließen und irgendwelche Reliquien finden. Nichts vielleicht erst das. Da ist schon direkt das erste. Och, Menno. Ihr passt mir nur gar nicht, ihr Penner. Ihr seht übrigens, wie krass ich Probleme habe, hier mit dem Charakter klarzukommen. Offensichtlich habe ich das Portal geschlossen, okay? So, ja, gehen wir einfach im Kreis, ne? Gehen wir hier hoch. Oh man, diese Fressgeräusche immer auf einem Ohr zu haben, das ist so widerlich. Nee, ich wollte ja hoch. Toll. Klasse. So, macht man das. So. Genau, dann haben wir da ein Portal. Und die Reliquie ist direkt in der Nähe. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich die beiden Quests nebeneinander mache. Ah, tötet Beobachter, um die Portale zu schließen. Ja, okay. Achso, nebenbei erwähnt, es kommt bald das nächste Update raus. Update Nummer 6. Und wird das Rechtssystem einführen. Da bin ich mal gespannt. Und auch das Shop-System. Ich denke mal, das werden sie zeitnah anführen. Klatsch. So, ich muss nach oben. Ganz vergessen. Die machen einen Schaden, das ist nicht mehr feierlich. Ey, und ich sehe echt nichts. Nein, nicht runterfallen. Oh, cool, nutzloses Level Up. So. Da unten ist noch ein Betrachter. Ach, meine Fresse. Und mich stunnen zum Schluss. Ey, das ist so fies. Mann, ich hasse diese Viecher. Ja, da prasst du nur Leben bei dem Viech. Bei dem Schrott. So. Kann ich irgendwas mit Bogen machen? Ja, aber der Rest sowieso Müll ist, nämlich dein Trennschuss.
Der ist in Kombination nämlich sehr gut mit dem Giftpfeil. Nämlich so. Sterbe ich hier. So, das nächste Reliquiar. Glaube ich das letzte, ne? Ja, noch ein Stein und dann passt das. Uäh. So. Gut, wo soll ich jetzt hin? Oh, noch nicht. Ganz da hoch. Ach, die sind beide da oben. Ah, okay. Sehr schön, prima. Kombi. Kombilösung. Dann nimmst du mal mit dir auf. So, irgendwas Wertvolles, was man nehmen kann. Ja, das auf jeden Fall. Mehr Rüstung bringt immerhin etwas. Das hilft mir. Das hilft mir nicht zu sterben, zumindest nicht sofort. Auch. Das Spiel ist mir deutlich zu dunkel hier an der Stelle. Gebt acht, Daedra attackieren diesen bescheidenen Schrein. Ich habe mehrere Teile vom Reliquiar des heiligen Velot. Mögen die Heiligen euch segnen, aber wir haben noch ein größeres Problem. In all dem Chaos haben wir eben erst entdeckt, dass der Schädel des Heiligen fehlt. Einer der Priester hat gesehen, wie ein Daedrot mit ihm davonlief. Wir müssen ihn zurückholen. Ich werde den Schädel des heiligen Velot finden. Akolyt Hlen ist dem Daedrot, der ihn gestohlen hat, auf der Spur. Ich habe gesehen, wie er dem Ding in Richtung der westlichen Krypten gefolgt ist. Jetzt beeilt euch bitte, ehe die Bestie unsere heilige Reliquie beschädigt. Ein Daedros. Na, super, das hat mir gerade noch gefehlt. Es mag anders wirken, aber ich freue mich, euch zu sehen. Die daedrischen Portale sind geschlossen. Hab Dank. Eure Bemühungen haben die Moral der Priester und Akolyten verbessert und uns allen neue Hoffnung gegeben. Wir stehen in eurer Schuld. Ich wollte nur helfen. Hab Dank und mögen die drei euch segnen. Jetzt können wir versuchen, wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Die Wunden der Welt. Sehr gut, Fortschritt. Müssen wir nur noch den Daedros hinterherlaufen. Wenn ich den Weg finde. Ah, hier scheint es entlang zu gehen. Ist es wahr, dass Sie Balred beschworen haben, um die Dolchsturzarmee bei Davons Wacht zu besiegen? Ja, das war sehr lange her. So. Rums die Dumps. Ich dachte, ich wäre der einzige Narr, der an diesem Ort herumschleicht. Habt ihr etwa Todessehnsucht? Flieht, solange ihr noch könnt. Seid ihr der Akolyt, der den Daedros verfolgt? Der bin ich. Auch wenn ich wünschte, ich wäre es nicht. Was für ein Monster. Aber es hatte den heiligen Schädel. Da bin ich mir sicher. Es ist dort entlang gepirscht. Und ich bin ihm nachgeschlichen.
Wo ist der Detroth jetzt? Er ging in die Krypta. Ihr könnt ihn wahrscheinlich allein anhand seines Geruchs verfolgen. Er stinkt wie eine heiße Schmiede. Werdet ihr ihm nachsetzen? Ich mache das nämlich nicht. Das Ding speit Feuer. Oha. Detroth jagen. Varvisunograta. Oh Gott. Ein Detroth mit Namen. Na super. Pium. Und los geht's. Der war jetzt erstaunlich einfach. Kriegergilde. Oli, oli. Schnell. Meine Zeit läuft ab. Sputet euch. Oder ich werde bald nicht mehr sein. Ich hab euren Schädel. Bringt ihn zum Podium und stellt ihn zu den anderen Teilen des Reliquiars. Vox glaubte, mich aus dieser Schlacht hinausgedrängt zu haben, als sie mein Reliquiar zertrümmerte. Eure Taten haben ihren Plan vereitelt. Was will Vox? Sie möchte eine Rückkehr zu jenen simpleren Zeiten, als unser Volk noch die guten Daedra verehrte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nichtsdestotrotz führt sie meinen Hammer, Beluts Urteil. Ich setzte ihn ein, um unser Volk zu verteidigen. Sie hingegen setzt ihn nur für ihre Rache ein. Aber das ist eigentlich doch gut. Wie hat sie ein solch mächtiges Artefakt in den Händen bekommen? Das Tribunal hat es lange aufbewahrt. Diese verrückte und skrupellose Vox hat es aus ihrem Tempel gestohlen. Jetzt schwinde ich dahin und meine Verbindung zu dieser Ebene wird immer schwächer. Wenn ihr bereit wärt, mein Reliquiar wieder instand zu setzen, dann zögert bitte nicht länger. Ach, du armes Tok-Tok. Aber das ist doch gut, dass sie wieder zurück zu den alten Wurzeln will. Ups. Och, Menno, ich war doch aus der Reichweite, du Penner. Drecksbies. Mistviech. Brauchen wir so lange. So. Jetzt setzen wir ihn zusammen. Uiuiui. Ach, da sind wir. Ich habe meine gewohnte ätherische Kraft zurückgewonnen. Dank euch, mein Kind. Habt ihr einen Rat, wie ich gegen Vox vorgehen sollte? Vox besitzt meinen Hammer, das Urteil. Wie all solche Artefakte kann er sowohl für das Gute als auch für finstere Zwecke eingesetzt werden. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich kann euch vor der Kraft des Hammers schützen. Welche Kräfte hat Veluts Urteil? Wenn das Urteil fällt, tötet Vox damit ihr Ziel und nimmt seine Seele gefangen. Die gefangene Seele nährt ihre Macht und macht sie stärker als andere Sterbliche. Nur wenige können den Schlag des Hammers überleben. Ihr gehört nun dazu. Wie? Ich werde euch meinen Segen verleihen. Wenn ihr von der Macht meiner heiligen Gnade erfüllt seid, kann euch der Hammer nicht töten. Doch er wird euch dorthin schicken, wo die anderen Seelen gefangen sind. Ihr werdet Vox Gefangene befreien und so ihre Macht brechen. Ich werde mein Bestes geben, um Vox zu besiegen. Geht jetzt gestärkt durch meinen Segen zur Phantomsenke. Haltet Magistra Vox auf und macht ihrem Wahnsinn ein Ende. Gut. Ein Heiliger entzweit. Gut. Seine Ungeduld wird ihn eines Tages noch in Schwierigkeiten. Bla bla bla. Dann wollen wir doch mal gucken.
Was habe ich da gerade bekommen? Errungenschaft. 55 Quests in Dishan abgeschlossen. Und damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.